Ja, ganz herzlich willkommen allen Teilnehmenden hier in dieser Runde. Wir sind jetzt schon 30, weitere kommen hinzu. Herzlich willkommen, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute Abend im Namen der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek SUB und des Studiengangs Osteuropa-Studien am ersten Abend zu dieser Veranstaltungsreihe begrüßen zu dürfen, bei der wir eben gerechnet haben, dass wir Sie vielleicht wieder in Präsenz halten können. Nun wird es zumindest teilweise präsent sein. Aber die Hauptsache ist, wir sind alle hier. Ja, es ist eine Reihe, die Tradition hat, muss man sagen. Ist mir erst heute eigentlich aufgefallen beim Vorbereiten meiner Einleitung, dass wir diese Reihe seit 2001 durchführen. Also seit 20 Jahren öffnen wir hier eigentlich immer wieder ein Fenster nach Ost-, Mittel- und Südost- und Osteuropa. Mal sind es stärker historische Perspektiven und dann wieder eben wie dieses Jahr aktuelle politische und soziale Fragestellungen, die uns beschäftigen. Ich möchte allen, die nicht zum ersten Mal hier sind, für ihr stetes Interesse wirklich herzlich danken. Und denen, die jetzt Gefallen finden an unserer Reihe, an unseren Themen, möchte ich die Podcasts der vergangenen Vorträge ans Herz legen. Wir haben nämlich seit 2014 Podcasts unserer Veranstaltung gemacht und die finden Sie über unsere Webseiten. Ich kann Ihnen den Link nachher auch in den Chat tun. Und egal, ob jetzt zur Entstalinisierung 1956, zur Welt des russischen Adels, jüdischen Sozialisten in der Schweiz oder zur Geschichtspolitik in Zentralasien, das ist wirklich ein vielfältiges, profundes und auch spannendes Wissensangebot, denke ich, das da unsere Referentinnen und Referenten über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Damit sind wir eben schon dabei, mittendrin. Auch dieser Vortrag wird als Podcast aufgezeichnet. Der ist einerseits für die Studierenden über ILIAS zugänglich, aber auch öffentlich, wobei eben nur die Moderation und unsere Rednerin darauf mit Bild und Ton und den Folien eben zu sehen sein wird. Das Mikrofon der Zuhörenden ist jetzt ausgeschaltet und ich bitte Sie, eben das auch ausgeschaltet zu lassen wegen den Interferenzen während des Podcasts. Und die Kamera können Sie gerne nach Wunsch ausschalten oder anlassen, wie es für Sie besser ist. Fragen können Sie gerne schon während des Vortrags in den Chat stellen, am besten so an alle, damit wir Sie sehen, bündeln können. Und dann werden wir im Anschluss an den Vortrag damit in die Diskussion einsteigen. Dann in der Diskussion können Sie Fragen gerne auch live stellen und benutzen Sie am besten das Handheben-Zeichen unter Reaktionen. Und eine Bitte habe ich noch, dass Sie sich in Zoom einfach mit Ihren Klarnamen anmelden, damit wir auch wissen, wie wir miteinander mit wem diskutieren. Ja, das ist schon mal das Formale. Damit bin ich eigentlich jetzt am Ende mit dem Formalen und möchte gern zum Thema unserer Reihe überleiten. Ich kann Sie vorwarnen, dass ich nur am Anfang der Reihe so viel selber reden werde. In den nächsten Vorträgen wird es dann gleich zur Sache gehen. Nur heute möchte ich gern ein paar Worte sprechen. Wir haben ja Macht und Machtwechsel auf dem Programm. Und ein regionales Programm, das so von Tschechien über Ungarn und Polen bis zur Ukraine, Moldawien und Weißrussland geht. Inspiriert war diese Reihe natürlich nicht zuletzt von den politischen Machtwechseln und Machtkämpfen in diesen Staaten, die eben einerseits innerhalb der Gesellschaften polarisieren, andererseits eben auch zu Friktionen mit anderen Staaten und überregionalen Playern führen, allen vor allem natürlich die EU und Russland. Wir haben bewusst aber eben den weiten Begriff Macht gewählt, anstatt nur von Politik zu sprechen. Aber was ist eigentlich Macht? Um Max Weber zu zitieren, weil ich das schon immer mal tun wollte. Max Weber hat Macht als in Wirtschaft und Gesellschaft definiert als die Chance, ich zitiere, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Zitat Ende. Macht äußert sich also darin, dass wer sie hat, andere dazu bringen kann, etwas zu tun oder andere zu beeinflussen. Und diese Macht kann auf unterschiedlichen Grundlagen beruhen. Wir können uns, wie es so schön heißt, Kraft eines uns verliehenen Amtes, Macht ausüben, wenn an uns Befugnisse delegiert werden, im Interesse einer Gruppe, einer Organisation, eines guten Zwecks. Wir können Strukturen prägen, Themen setzen und über manche Dinge sprechen. Aber eben, wer Macht hat, kann auch andere ignorieren, kann Personen von der Diskussion ausschließen und der Teilhabe an der Macht ausschließen. Also das ist einer der Komplexe, die uns hier beschäftigen werden. Wer hat die Macht, mit wem teilt er oder sie und zu welchem Zweck wird sie angewandt?
dabei ist. Das ist vielleicht die zweite Vektorlinie, die wir hier haben in der Veranstaltungsfreiheit Politik, nicht die einzige oder auch keine isolierte Sphäre der Macht, sondern gerade auch die Verflechtung der Eliten mit den wirtschaftlichen leitenden Kreisen und deren Einfluss im Vorder- oder Hintergrund führt regelmäßig zu Vorwürfen, Konflikten, eben von Korruption bis zu Einschüchterung, Gewaltausübung. Also immer die Frage auch, wo hört die legitime Macht auf, wo beginnt der Machtmissbrauch und eben auch bleiben nicht, was ein häufiger Vorwurf ist, die wahren Mächtigen weiterhin mächtig, unabhängig davon, wer gerade die politischen Fäden zieht. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Macht und Gerechtigkeit ist eine stete Konstante, ebenso auch wie das Verhältnis zwischen Macht und Gemeinwohl. Also die Macht braucht es im Sinne der Sicherung eines staatlichen Gewaltmonopols, damit Staaten nicht im Bürgerkrieg versinken. Doch wir müssen nicht weit schauen, nicht einmal Europas Grenzen verlassen, um zu sehen, wie eben Regierungen dieses Gewaltmonopol gegen ihre Bevölkerung richten. Und der Abschlussabend unserer Reihe wird sich ja wirklich spezifisch damit befassen, eben welche Macht den Bürgerinnen und Bürgern in autoritären Regimes noch bleibt. Damit eben auch wenn es vielleicht für den Moment in manchen Staaten anders aussieht, Macht ist nicht permanent, denn sie entsteht und besteht ja nur im Handel mit anderen. Wer alleine ist, hat in dem Sinne keine Macht, er braucht immer andere dazu. Und um diese Macht über die persönliche kurze Herrschaft hinaus oder eine Regierungszeit zu stabilisieren, muss man sie institutionell verankern. Auch das ist ein Punkt, mit dem wir zu tun haben werden in dieser Reihe. Also die Macht institutionell verankern, in dem Sinne, dass man Institutionen auch so umgestalten kann, dass sie über die Machtverschiebung hinaus Rahmenbedingungen schafft, die auch Macht sichern kann und mit solchen institutionellen Änderungen auch auf Gesellschaften Einfluss nehmen kann. Also beispielsweise, wenn jetzt in zahlreichen mittel- und osteuropäischen Staaten in der jüngeren Geschichte während konservativen Phasen Verfassungszusätze installiert wurden, welche die Ehe als Verbindung von Mann und Frau festschreiben. Und genau bei diesen individuellen Rechten und Freiheiten kommt es dann wieder zu den Konfliktlinien zwischen Nationalstaaten, suprastaatlichen politischen Institutionen, was auch in einigen Vorträgen, denke ich, hier angesprochen werden wird. Kurz, es geht um Akteure, es geht um Mechanismen der Macht, es geht um Machtsicherung und es geht halt vor allem auch um Trends. Was ist passiert in den letzten Jahrzehnten und wo geht jetzt diese Reise hin? Und dann freue ich mich, unsere quasi erste Kapitänin auf dieser Reise vorzustellen, die uns eben in dieses Thema einführen wird, am Beispiel der aus mitteleuropäischen Staaten, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken bei Dr. Petra Guasti, dass sie trotz gesundheitlicher Probleme die Zeit gefunden hat, heute Abend hier zu sein. Das freut mich und ich glaube, sie wird in unser Thema ganz wunderbar einführen. Vielleicht ganz kurz zu ihrem Hintergrund. Dr. Guasti hat in England, Polen und Tschechien studiert. Sie ist ein doppelter Doktor. Sie hat eine Promotion in Politikwissenschaften von der Uni Bremen und einen Doktortitel in politischer Soziologie von der Karls-Uni in Prag. Sie waren zahlreichen internationalen Stationen tätig, unter anderem in Harvard und ist jetzt zuletzt in Frankfurt als Vertretungsprofessur. Ihre Arbeitsschwerpunkte eben liegen im Bereich Populismus, Demokratisierung und politische Repräsentation und sie hat einen Fokus auf Zivilgesellschaft, Menschenrecht und soziale Bewegungen. Und aus diesem eben breiten Fundus, auch aus dieser vergleichenden Perspektive, schöpft sie heute Abend für den Vortrag eben mit dem Titel Demokratische Erosion in Ostmitteleuropa. Ja, damit möchte ich an Frau Guasti übergeben und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Guten Abend an alle. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht persönlich in Bern sein kann. Ich kann mir total vorstellen, dann durch die schöne Bücher hinter Frau Maurer durchblättern zu dürfen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich wenig Sachen so viel liebe wie Bücher. Es ist mir eine große Freude und große Ehre, hier heute Abend eintreten zu können und die Runde sozusagen zu eröffnen. Ja, es ist schon alles auch zu mir als Person gesagt. Viel mehr können Sie im Online finden, aber ich will jetzt keine Zeit mehr hier damit verbringen. Nochmal vielen Dank an Frau Maurer für die nette Einladung und ich bin froh, da zu sein und danke, dass Sie heute Abend auch hier sind. Okay. So, das ist hier meine Präsentationsstruktur, also an die Studierende. Also die
Präsentation wird Frau Maurer danach zur Verfügung haben. Das heißt, ich sage das immer, Sie müssen sich keine großen Notizen machen. Also alles, was auf dem Slide sind, ist, bekommen Sie danach, wenn Sie es so wollen. Gut, also das ist hier meine Struktur. Es ist eine Einführung, daher wird so ein bisschen mit bunten Bildern anfangen. Dann geht es zur Sache, also zur demokratischen Erosion. Also was ist da mit Demokratie in den Visegrad 4 Ländern? Dann kurz zu Stärken und Schwächen der Demokratie. Dann würde ich eigentlich also zu Kern meine Sache kommen, und zwar zu der Theorie. Also wir werden sehen. Erst will ich Ihnen zeigen, dass die Demokratie erodiert ist. Dann will ich Ihnen zeigen, in den dritten Punkt, also was genau ist passiert. Dann biete ich einen theoretischen Rahmen, um dies zu erklären, und bringe ich durch diesen theoretischen Rahmen mit einem Blick auf diese Probleme. Und falls wir dann noch in Diskussion, vielleicht, ob Sie dann Lust haben, können wir uns auch kurz damit beschäftigen, was hat sich dann mit Rechenschaftspflicht während der Pandemie in diesen Ländern getan. Gut, wir fangen an. Also was sind Visegrad-Länder? Sie sehen hier, die sind alle sehr, sehr hübsch. Ich habe für alle Länder die beste Bilder ausgesucht. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen bearbeitet sind, aber trotzdem, alle diese Länder und Städte sind sehr schön. Also die Visegrad-4-Länder sind Länder im Herzen Europas, Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei. Also die treffen sich regelmäßig und kooperieren, obwohl zu der Kooperation, also da kam auch zu sehr vielen Spannungen, wie Sie jetzt zum Beispiel in den Medien sehen können, die Spannung zwischen Tschechien und Polen um Energie und Umwelt. Gut, also das sind die 4 Länder. Dann ist es wichtig zu sagen, also wer regiert in diese Länder? Es ist wichtig zu sagen, dass in alle diese Länder sind parlamentarische Demokratien. Das heißt, es regieren Premierminister. In Ungarn ist es Viktor Orban seit 2010, aber er war schon vorher an der Macht. In Polen, Sie sehen, da sind 2 Männer drin. Also es sind eigentlich hauptsächlich in diesen Ländern Männer. Es ist Mateusz Morawiecki und Jarosław Kaczynski. Mateusz Morawiecki ist zwar Premierminister, aber es gibt in Polen immer einen Mann in den Hintergrund, und das ist Jarosław Kaczynski. Der saß sehr lange eigentlich nicht mal in Regierung. Jetzt ist er drin, aber er ist eigentlich der wichtigste Mann, der trifft die Entscheidungen, und Mateusz Morawiecki sozusagen macht das so Tagesordnung, Tagesbusiness und beschäftigt sich mit allen Sachen. In der Slowakei ist das Eduard Heger, Sie können sehen, der ist nicht lange da als Premierminister. Ja, der ehemalige Premierminister, der war auch nicht lang da, nur ein Jahr, und musste gehen, weil er hinterrücken Igor Matovic musste sich verabschieden und ist jetzt nur Finanzminister, obwohl er seine Partei leitet, weil er hinterrücken seine Regierungspartner Sputnik wer aus Russland importiert hat. Und alle, inklusive Bürger und die Regierung, haben das erst am Flughafen und durch Fernseher erfahren. Und weil die Vakzin auch nicht in der EU zugelassen ist, gab es da starke Proteste. Aber so ist Eduard Heger an die Macht gelungen und ist seit April da. Und scheinbar läuft alles, also nicht unbedingt blendend, aber es läuft. Und nicht desto letzt, Andrej Babiš, seit 2017 im Amt als Premierminister, seit 2013 als Finanzminister. Mal sehen, die Wahlen in Tschechien gibt es bald, mal sehen, wie lange noch. Ich habe gesagt, alle diese Länder sind parlamentarische Demokratien, die haben entweder eine Kammer oder 2, Tschechien und Polen 2-Kammerparlamente, Ungarn und Slowakei 1-Kammerparlament. Alle diese Länder haben auch Präsidenten und eine sogar Präsidentin, die Slowakei. Aber die Präsidenten haben eher so, wie würde ich das sagen, zeremonielle Rolle. Aber spielen eigentlich in wichtigen Momenten, wie zum Beispiel Ernennung neuer Regierung oder neuer Minister, spielen auch die Präsidenten eigentlich eine wichtige Rolle.
Gut, jetzt wissen wir, wer regiert. Und hier sind nur kurze Bilder von den Parlamenten. Ich finde, das ist immer interessant, die auch im Blick zu fassen. Sie sehen, also Ungarn hat ein Riesenparlament für ein kleines Land, aber das sagt schon sehr viel. Und ich finde auch die Bilder sind manchmal visuelle Metapher. Die Slowakei und so weiter. Also, das war nur visuell. Und hier die Präsidenten, alle vier Länder, das können wir eigentlich überspringen. Jetzt zu dem zweiten Punkt. Also es ist da, was in Visegrad vier Länder passiert mit der Demokratie. In den 90er und 2000er, alles sah so relativ rosig. Also die Länder haben sich sehr schnell transformiert, konsolidiert, Wirtschaft hat funktioniert. Es scheinte, also außer Slowakei, die nach der Trennung mit Tschechien ein bisschen so, ich würde sagen, am Anfang war das nicht alles rosig, aber alle vier haben es 2004 in die EU geschafft. Und dann geht es back, also nicht direkt back runter, aber ich würde sagen, 2010 merken wir schon nach der Finanzkrise, es bewegt sich was. Also in der Politik gab es sehr, sehr, sehr viel Unruhe, sehr, sehr, sehr viel Unzufriedenheit, viel mehr Mobilisierung gegen Regierung. Und nach der Finanzkrise kam noch die Kritik, die schon früher da war, gegen Korruption, gegen etablierten Parteien. Es kam alles und es kam sozusagen zu einem Umbruch. Und diesen Umbruch sehen Sie auch hier. Also es ist nicht, dass durch Entstehung neuer Parteien Demokratie erodiert. Das ist nicht das, was ich sagen will. Ich will sagen, dass was ist mit der Demokratie passiert? Und Sie sehen, dass eigentlich in drei dieser vier Länder. Ich habe auch Schweiz dazu genommen, dann können Sie sehen, ich habe gedacht, das ist ein guter Ankerpunkt für uns, vor allem in den vergleichenden Grafiken, dann können Sie das sehen, dass also mit der Schweizer Demokratie, also die sieht hier mindestens in Ordnung und es gab keine negative, sowohl negative wie auch positive Entwicklung. Und wir sehen hier in einem Land, und zwar das ist die Slowakei, die hat dann die erste Probleme der Mitte 90er Jahre überwunden, konnte auch mit der Gruppe in die EU beitreten und also da sehen wir Verbesserung. Aber in den anderen Ländern sehen wir, dass die Demokratie heutzutage für schlimmer dasteht als im 1993. Und das ist schon heftig. Und Sie können auch sehen, dass es auch große Unterschiede zwischen den drei Ländern, wo Demokratie erodiert ist, und zwar die ist am meisten in Ungarn erodiert, dann folgt Polen und an dritter Stelle dann Tschechien. Okay, dann haben wir, dann wissen wir, okay, es ist da was passiert und diese Entwicklung ist negativ. Hier noch ein Bild, dann können Sie das noch besser sehen im Verlauf der Zeit. Sie können fragen, warum fange ich meistens 93? Ja, da ist die Entstehung Slowakei und wann ich dann Slowakei von Anfang an haben will, dann deshalb dieses Datum. Aber die Daten werden sich auch nicht für die Tschechoslowakei sehr viel ändern. Sie sehen eine relative Stabilität, aber Sie sehen, dass auch in der Schweiz, also es ist was, es brodelt was auch in etablierten Demokratien. Und Sie sehen hier hauptsächlich zwei Muster. Sie sehen, es kommt, also dieser Umbruch kommt 2008, 2010, also dann die ersten Wahlen. Und Sie sehen, also die Erosion ist sehr, sehr, sehr tief und in Ungarn und Ungarn und Polen, ein bisschen weniger in Tschechien und die Slowakei. Gut, lass uns dann weitergehen. Also wo sind diese Probleme? Hier in dieser nächsten Grafik sehen Sie die Rechtsstaatlichkeit. Da ist es, da fange ich nach dem EU-Beitritt, das ist auch wichtig, weil vor dem EU-Beitritt gab es sehr, sehr, sehr viele Veränderungen in den Rechtsstaatlichkeiten, neuen EU-Gesetzen, die man alle da einführen musste.
Aber Sie sehen auch hier die Muster, die wir auch vorher, die wir auch sehr oft nachher sehen werden. Ja, so Rechtsstaatlichkeit war schon immer eine Schwäche, eine große Schwäche dieser Länder. Sie sehen, dass eigentlich hier in dem Muster die Slowakei eher zu Polen und Ungarn gehört und Tschechien stellt ein bisschen besser dar. Hier die Pressefreiheit und da sehen wir fast das Gleiche, nur die Slowakei ist in Sache oder in Medienfreiheit eher näher an Tschechien, aber auch da sehen Sie an diesem kleinen W hier zwischen 2016 und 2018, da gab es sehr viele Veränderungen in Medieneigentum und Sie sehen, dass eigentlich in Ungarn das geht runter und runter. Seit Frühjahr 2021 gibt es eigentlich keine unabhängige, freie, offizielle Medien in Ungarn. Das letzte Radio, Clubradio, hatte die Lizenzverlängerung nicht gekriegt und alle Medien sind jetzt zentralisiert und durch die Regierung Viktor Orbáns kontrolliert. Also die Entwicklung geht immer weiter. Diese Daten gehen nur bis 2020, aber ich muss Ihnen sagen, dass die Entwicklung in Polen Sache Pressefreiheit geht auch weiter so. Und jetzt gibt es einen großen Kampf um einen privaten Sender TVP, was durch Discovery Channel aus den USA, so da sind die Eigentümer und das mal sehen, wie das mit dem Kampf ist. 2020 hat eine staatliche Firma in Polen 20 von 24 lokale Zeitungen alle gekauft. Also es ist eine staatliche Firma, die sich eigentlich bisher nicht mit Medien beschäftigt hat. Und wir sehen, also was wir sehen, ist, dass Ungarn der Vorreiter ist des Regions in Sache illiberale Taktiken und Polen sehr wohl nach den ungarischen Playbook sozusagen spielt und versucht, das zu folgen. Es gelingt nicht immer und die polnische Opposition versucht es, aber wie gesagt, die Entwicklung in Polen wird nächstes Jahr noch schlimmer dastehen. Korruption, ein ständiger Begleiter transformierende Länder. Ich finde, das Wichtigste, was Sie hier sehen, ist die rote Linie Ungarns, der Rückkehr Viktor Orbáns. Also es gibt einen sehr interessanten ungarischen Politikwissenschaftler, Bálint Magyar, hat ein 1000-Seiten-Buch geschrieben, wo er Ungarn als Mafiastaat bezeichnet hat, weil das, was eigentlich er bestreitet, das, was Viktor Orbán will, ist eine Autokratie. Es ist das, was Viktor Orbán gerade dabei ist zu etablieren, ist eine Kleptokratie, das heißt ein korruptes Staat, wo Viktor Orbán und seine Verbündete alles kontrollieren, um sich persönlich zu bereichern. Und selbstverständlich dabei ist es wichtig, die Medien unter Kontrolle zu kriegen, weil es sind die Medien, die dann den Bürger den Einblick in diese Verhältnisse einbieten. Es gibt aber nicht nur für Schlimmes, es gibt auch was Gutes. In diesen Regionen spielte die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle im Wandel und die spielt diese Rolle weiterhin. Wir sehen hier eine Stabilität in Tschechien, eine kleine Verbesserung in der Slowakei und wir sehen den Rückgang der Zivilgesellschaft in Ungarn und Polen. Daher ich wollte Sie nur noch ein Bild anbieten. Da sind große Proteste, die in den letzten 2,5 Jahren in diesen vier Ländern stattgefunden haben. Die Millionenmomente für Demokratie im August 2019, die größte Demonstration Tschechiens seit 1989 für Demokratie, für Rechenschaftspflicht, für Rechtsstaat, für freie Medien.
in Ungarn in Unterstützung für die Zentraleuropäische Universität, die diesen Kampf verloren hat und ist jetzt im Exil in Wien seit diesem Jahr. Also das erste Semester in Wien fängt jetzt an, aber die fühlen sich alle wie in Exil. Der nächste Bild in Polen, das ist während der Pandemie, große Proteste im November 2020 nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, der Abtreibung fast komplett verboten hat. Also es sind 240.000 Menschen auf die Straßen von Warschau gekommen und hier nicht desto letzt ein wichtiger Protest in Bratislava, in Slowakei im Februar 2018 nach der brutalen Ermordung eines investigativen Journalisten, Jan Kuciak und seiner Verlobte, und er ist ermordet worden, weil er seine Investigationen haben ihm dazu geführt, zu entdecken, eine große Vernetzung zwischen Politik, Polizei und Mafia. Und die ist seitdem, nach seiner Ermordung, hat die Slowakei absolut erschüttert und es kam zu sehr viel, also eine große Veränderung in Rechtsstaatlichkeit und Versuch, das alles zu erklären und die Antworten zu finden und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Gut, also ich will jetzt nur einen kurzen, also kurz zusammenfassen, wo wir gekommen sind. Also Demokratie in diese Länder erodiert. Wir haben genau gesehen, ab wann, also wir konnten das zeitlich einordnen, das ist seit der Finanzkrise. Wir sehen, dass nach der Finanzkrise es kommen diese neue Politiker an die Macht, die illiberale Tendenzen aufweisen. Wir sehen, dass sie sich hauptsächlich gegen Rechtsstaat, Pressefreiheit und Zivilgesellschaft richten, aber dass die Zivilgesellschaft nicht bereit ist, einfach aufzugeben, sondern versucht auch sich dagegen zu wehren. Mal erfolgreich, wie in der Fall in der Slowakei, mal sehen, wie in der Fall von Polen, und aber auch gewinnt nicht immer, wie im Ungarn, die Zentraleuropäische Universität. Also, und wie konnte man dann, also wir sehen, demokratische Erosion ist da, und wie kann ich das erklären? Ich versuche das durch zwei Konzepte, Technokratie und Populismus. Populismus verspricht, die Macht des Volkes wiederherzustellen. Also es behauptet, die Macht ist verloren worden, die Politiker haben es dem Volk entzogen und es muss zurück an das Volk. Und sie versprechen, dass die Einzigen sind, die es kennen. Und es geht eigentlich darum, dass populistische Politiker, Wille der Mehrheit ist gleich mit dem Willen des Volkes. Es ist monolithisch und hegemonial. Was wichtig ist, worum es eigentlich geht, es geht gegen Minderheiten, es geht gegen Schutz für Minderheiten. Und wenn ich über Minderheiten hier spreche, spreche ich eher im Sinne von politischen Minderheiten, nicht nur ethnischen Minderheiten, aber sehr oft im Rechtspopulismus wie Nativismus sind das dann ethnische Minderheiten oder Ausländer. Warum Technokratie? Also über Populismus haben Sie selbstverständlich in den letzten Jahren sehr viel gehört, aber vielleicht weniger über Technokratie. Aber ich würde Sie gerne auch für Technokratie begeistern. Es ist auch ein Feind der Demokratie, weil was Technokratie versucht, ist im Namen von Wissen und Expertise Macht an die Experten zu verlagern. Warum ist es schlecht, eigentlich Experte-Entscheidungen zu treffen? Ja, weil wir dann als Bürger und Bürgerinnen keine Kontrolle haben, weil wenn es nur um Expertwissen geht, dann sind wir keine Experten und können das dann nicht beurteilen. Und die Demokratie ist dann auch weg. Also Volk ist dann eine abstrakte Einheit, die nicht in der Lage irgendwie Entscheidungen zu treffen. Diese zwei, Populismus und Technokratie, sind zwei Politikformen, die stehen in einem antagonistischen Verhältnis zueinander, aber eigentlich haben die auch ähnliche Ziele. Und das ist ein Konzept, was ich zusammen mit meiner Kollegin Lenka Buschikova aus Arizona
Arizona State University entwickelt haben, wo wir gesehen haben, eigentlich was diese zwei, was Technokratie und Populismus verbindet, ist die Ablehnung pluralistischer Politik und die selbstverständlich als Antipolitik. Und das heißt, also es können, also Populismus und Technokratie können allein eintreten, sie können sich auch verbinden. Und wir brauchen diese Form von Populismus, um genau die vier Länder zu verstehen, weil wir sehen, wir haben in Polen Rechtspopulismus, das heißt, ich würde das Nativismus nennen, in Polen und Ungarn. Aber das, was wir in, das, was wir in Tschechien und Slowakei sehen, ist zwar auch Populismus, aber es ist nicht rechts und es ist nicht links. Und wo ist es zuzuordnen? Und das haben wir dann in unserer Arbeit zu Staat als Firma. Also das war das Versprechen von Andrej Babiš, der wird jetzt die Staat als Firma, er ist ein Firmeninhaber, ein erfolgreicher Businessman und folgt da auch ein bisschen im Fußtreten von Silvio Berlusconi. Also der will auch den Staat als Firma durch sein Expertwissen führen. Also was passiert, wenn illiberaler Populismus an die Macht kommt? Also jeder braucht Legitimität. Dazu hat uns Max Weber auch sehr viel gesagt. Also im Macht geht eigentlich bei Max Weber immer um die legitime Macht. Und wie wird diese begründet? Bei Rechtspopulisten in Polen und Ungarn ist das die nativistische Ideologie. Das ist der Schlüssel zur Legitimation für technokratische Populismus bietet die Technokratie eine alternative Form, eine materialbasierte Output-Legitimität. Es sagt, wir liefern es für Sie, wir benutzen unser Expertwissen, um für Sie die Ergebnisse zu liefern. Die liberalen Regierungen lockern vor allem die Rechenschaftspflicht. Also es funktioniert nicht. Also diese sind Macher. Und in der Demokratie eigentlich, die Institutionen der Demokratie sind da, um in schlechten Zeiten zu funktionieren. Deshalb haben wir rechenschaftlich. Also starke Institutionen sind da, die sind nicht für die beste Tage gemacht, wann alles läuft, sondern für die schlimmen Tage, wann das nicht läuft. Und eine solche Form ein wichtiges Programm, was illiberale Regierungen oder illiberale Leader so haben, ist Executive Aggrandizement. Das ist die häufigste Form der demokratischen Erosion. Das Konzept kommt von Nancy Bermeo. Und die uns gezeigt hat, dass früher diese Machtkonzentration fand früher durch Militärputsches und so weiter, Coup d'Etats statt, aber heutzutage geht das viel langsamer. Man konnte das mit dem Froschkochen vergleichen. Also Frosch ist im Topf, Wasser ist kalt am Anfang, es wird langsamer wärmer und bis man es, bis dieser Frosch das kapiert hat, dann ist es schon gekocht worden. Und was da passiert ist, dass es geht vor allem um die Gewaltteilung und Konzentration, Machtkonzentration in Hände der Exekutive und das ist alles im Namen des Volkes. Die demokratischen Institutionen werden zunehmend umgegangen. Es ist auch so, dass es ist durch formale und informale Druck, also diese Populisten sind Macher, die wollen liefern, die wollen responsiv sein, die wollen genau das machen, was die Menschen wollen und zwar jetzt und verstehen nicht, dass die Institutionen haben eigene Zeit, dass es dauert, dass man zum Beispiel überprüfen muss, ob das funktioniert, ob das zulässig ist und so weiter. Deshalb, wenn Sie sich noch erinnern an mein Beispiel ganz am Anfang von Igor Matovic und sein Import von Sputnik 5, die Geschichte dann endet nicht nur also mit Verlust seines Amtes, aber auch damit, dass eigentlich nur 5.000 Bürger und Bürgerinnen in der Slowakei bereit waren, diese Vakzin anzunehmen. Und dann musste die neue Regierung Hegers sich schon
damit beschäftigen, was macht man diese Vakzin, also verkauft man sie oder was, und am Ende hat Russland die Vakzin zurückgekauft. Aber das ist so nur ein Beispiel. Also es wird auch Transparenz reduziert. Sie haben gesehen, also niemand wusste was von dem Sputnik und Import und allen diesen Geschichten. Also niemand ist, ich würde mich korrigieren, Viktor Orban wusste sehr wohl, weil er das selbst in die Wege geleitet hat. Und ja, also so das machen illiberale Populisten an Macht. Also das, die Definition von demokratischer Erosion ist Rückgang der horizontalen, vertikalen und diagonalen Rechenschaftspflicht. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, also was ist es? Also es gibt selbstverständlich auch die demokratische Widerstandsfähigkeit, also die Stärke, diese Prozesse zu widerstehen. Operationalisierung von Rechenschaftspflicht, also vertikale, es geht um die Beziehung zwischen Parteien und Bürger, fokussiert sich hauptsächlich, also das Rechenschaftspflichtmechanismus sind da Wahlen, da haben die Bürger und Bürgerinnen oder Wähler und Wählerinnen die Möglichkeit, die Politiker und Politikerinnen zur Rechenschaft zu ziehen. In der horizontalen Rechenschaftspflicht geht um die Institutionen und es geht darum, dass eigentlich, dass es also die Checks and Balances, dass es der Gleichgewicht beibehalten wird zwischen Institutionen, zwischen Exekutive, Parlament und Justiz, aber auch weitere Aufsichtsorgane, die dann da auch involviert sind. Und in der diagonale Rechenschaftspflicht, der ist vielleicht nicht so sehr bekannt. Also es geht darum, dass es auch Institutionen wie Medien und Zivilgesellschaft eigentlich haben die Möglichkeit, auch Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie den Bürger und Bürgerinnen zum Beispiel Transparenz ermöglichen, Mobilisierung und so weiter. Das heißt, also das sind diese drei Formen, und lass uns jetzt schauen, wie hat sich das in diesen Ländern entwickelt. Wir fangen mit vertikaler Rechenschaftspflicht, das heißt, was machen die Bürger, ziehen die Bürger und Bürgerinnen die Politiker in diesen Ländern zur Rechenschaft. Und wir sehen eine starke Erosion in den letzten 10 Jahren in Ungarn, weniger in Polen, Tschechien und Slowakei auch ein bisschen. Aber wir sehen, es gab eine relativ lange Zeit der Stabilität, und die Stabilität ist jetzt weg, und die Erosion ist da. Und hauptsächlich handelt es sich um die Wahlen. Also was macht jemand, wenn der an die Macht kommt und versucht, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden? Ja, dann ist es besser, die Spielregel zu ändern, weil man kann das. Und das ist da genau das, was Viktor Orban gemacht hat. Nicht alles ist zwar verloren, aber der einzige Weg jetzt gegen Viktor Orban heißt in Ungarn, dass die ganze Opposition, und zwar von extrem recht bis extrem links, muss sich einigen und das einfach ein Punkt Programm haben. Viktor Orban muss weg. Und ich würde, also die Wahlen finden nächstes Jahr statt, und ich kann nicht sagen, dass es gelingt. Also die Opposition ist durch den Bürgermeister von Budapest geführt, er ist sehr fähig, aber Viktor Orban hat jede Menge Trick in seinen Taschen und Koffer, und die Koffer sind voll von Geld, und er wird alles eingeben, also alles geben, um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also das ist auch wichtig zu sagen, dass also die Erosion findet, wann die illiberalen Populisten an Macht sind, hauptsächlich, weil sie einfach nicht zur Rechenschaft gezogen werden und weil die nicht alles da richtig machen. Okay, lass uns zu horizontaler Rechenschaftspflicht. Hier ziehen wir von Bürger und Bürgerinnen und Politiker zu Institutionen, also zwischen Institutionen. Und auch hier sehen wir eine starke Erosion in Ungarn. Und wir sehen diese Zweiermuster, also Polen und Ungarn als Zwillinge, oder Polen, also der kleine Bruder oder die kleine Schwester, keiner weiß, wie sich Polen so heutzutage fühlt, aber definitiv ist das nichts inzwischen. Also LGBTQ-Fragen sind dafür beide sehr wichtig. Und wir sehen eine kleine,
kleine Verbesserung in horizontaler rechenschaftlichen Polen, in Tschechien und in der Slowakei in den letzten Jahren. Und das geht hauptsächlich an die Unabhängigkeit der Justiz, und die wichtigste Rolle spielen dabei die Verfassungsgerichte beider Länder. Ich würde Ihnen absolut empfehlen, Bücher von Professor Sadurski. Er ist ein Verfassungsrechtler, Professor für Verfassungsrecht, und hat zahlreiche Bücher über Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Erosion in Polen geschrieben. Also Sie sehen, also in Polen eigentlich war die Unabhängigkeit, also dieser Fall in Polen ist sehr tief und ist als eine große Höhe. Also Ungarn war viel niedriger als Polen je war, und desto tiefer ist Polen jetzt gefallen. In der Slowakei sehen wir Verbesserung. Das ist damit verbunden, was ich vorher gesagt habe oder erwähnt hatte, nach der Ermordung von einem investigativen Journalisten Jan Kuciak. Kam es dazu zu zahlreichen Veränderungen, die korrupte, also ein ganzes korruptes Netzwerk der Polizeibeamten ist entdeckt worden, und viele von denen haben auch ausgesagt, und das fand ich sehr interessant, wie sie diesen System, was es war, ein System beschrieben haben und ihre Rolle dabei. Gut. In Tschechien relativ stabil, also die Justiz ist es so lange gelungen, dem Premierminister wiederzustehen. Hier die diagonale Rechenschaftspflicht, also hier sind wir in Medien und Zivilgesellschaft, also diese Organisationen, die Bürger und Politiker verbinden, und wir sehen auch hier eine sehr negative Veränderung in Ungarn und Polen, und weniger negative Entwicklung in Tschechien und der Slowakei. Also wir sehen auch in Slowakei gibt es einige Zeit nicht so gut, und in letzter Zeit wieder eine Verbesserung. Und diese sind vor allem, es geht um Bemühungen der Regierungen um Medienzensur. Also das sind Bemühungen, das heißt nicht, dass es gelingt, aber wenn Sie sehen, wieder Ungarn und Polen, also es gelingt. Ich habe auch erwähnt, diese Veränderung in der Medieneigentum, existenzunabhängige Medien, unabhängige Medien und so weiter. Gut, dann hier, also es geht auch um staatliche Repression der Zivilgesellschaft. Das hat auch, also Viktor Orban verfolgt, dann hat auch dann seinen Meister, und zwar Wladimir Putin, also einige Maßnahmen für Repression zivilgesellschaftlicher Organisationen sind zum Beispiel, dass jede Organisation, die Gelder aus Ausland bekommt, vor allem aus der EU oder aus dem Westen, muss sich als Fremdagent, als Agent anderer Mächte anmelden und so weiter und so weiter. Gut, wir sehen hier bei der Zivilgesellschaft eine relative Stabilität in Tschechien. Das haben Sie auch gesehen bei dem, was ich gesagt habe, also 300.000 Menschen, die sich an einem Tag in Prag versammelt haben aus dem ganzen Land. Und das ist immer wichtig für Zivilgesellschaftsforscher, immer, das sage ich auch immer Kollegen, also sag mir nicht, dass eine weitere Demonstration in Moskau oder im Hauptstadt stattgefunden hat. Sag mir, dass in kleinen Städten und Dörfern einzelne Menschen auf die Straßen gehen, weil das ist sehr wichtig. Also es kann nicht nur in der Hauptstadt was passieren, es darf nicht nur da protestiert werden. Wann die Proteste außerhalb Hauptstadt stattfinden, dann ist es eine Bewegung innerhalb des Landes. Lass uns zusammenfassen. Die früheren Studien haben gezeigt, wie Populismus horizontale rechenschaftlich in Lateinamerika untergräbt und das diagonale rechenschaftlich demokratische Erosion verhindern kann. In allen WV-Ländern lassen sich illiberale Tendenzen erkennen. Wir haben, ich hoffe, es war klar, dass diese Tendenzen sind in unterschiedlichem Ausmaß zu erkennen.
also Nummer eins, Platz Nummer eins, Viktor Orban und Ungarn, Platz Nummer zwei, der kleine Bruder Polen und Tschechien und Slowakei. Also da ist es so eine Mischung, aber wir sehen, also es brodelt, die illiberale Tendenzen sind da, aber die Medien, Zivilgesellschaft und die Justiz sind soweit stark genug, es wieder zu stehen. Also unkontrolliert untergraben illiberale Leaders in Visegrad viele Länder. Wir wissen jetzt, dass es Nativisten sind in Polen und Ungarn und technokratische Populisten in Tschechien und Slowakei. Was machen die? Die untergraben den Wahlwettbewerb, die vertikale Rechenschaftspflicht, die Unabhängigkeit der Justiz und die gesetzgeberische Aussicht, horizontale Rechenschaftspflicht, die Pressefreiheit und die Zivilgesellschaft, die diagonale Rechenschaftspflicht. Und die wirksame Bekämpfung demokratischer Erosion sind, wie gesagt, Gerichte, freie Medien und die Zivilgesellschaft. Also hier noch ein Bild, also Sie sehen, also Resilienz, deshalb, also ich habe also dieser Domino-Effekt, weil wenn eine Institution fällt, also die Institutionen sind, wir behandeln die zwar analytisch auseinander, also auseinander getrennt, aber die sind eigentlich in ein System. Und deshalb, also dieser Domino-Bild als visuelle Metapher und demokratische Resilienz, also die Demokratie ist nicht von sich resilient, sondern es muss jemand da sein, es sind Akteure, die für die Demokratie, für die liberale Demokratie kämpfen und sie resilient machen. Und damit komme ich jetzt zu Ende. Ich bedanke mich viel für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Das war super spannend. Ich habe ganz viele Fragen, würde aber jetzt erstmal alle einladen, eben via Chat Fragen zu stellen oder sich auch mit dem Handheben-Symbol zu melden, wenn Sie direkt auch eine Frage haben. Sonst würde ich gleich mal loslegen mit der ersten Frage, die wir hier im Chat haben. Wie kann all dies unter der Aufsicht der EU geschehen, insbesondere die Situation in Ungarn? Das ist natürlich eine große Frage. Ja, vielen Dank. Das ist eine super Frage. Ich kann Ihnen also hervorragende Arbeit von Daniel Kellerman empfehlen. Ich kann das danach Frau Maurer schicken, den Artikel. Ja, warum? Also es gibt eine kurze und eine zynische und eine schwierige institutionelle Antwort. Die zynische Antwort ist, Viktor Orban ist ein sehr starker Gegner. Also seine Bildung ist auch im Westen eigentlich durch George Soros finanziert worden. Und Viktor Orban hat die große Schwäche der westlichen Liberalen verstanden. Und zwar in der Spannung zwischen wirtschaftlichem Liberalismus und liberalen Rechten. Und wenn es dann dazu kommt, dass man sich entscheiden muss, entscheiden sich viele Liberale mehr, also nicht unbedingt für die Menschenrechte der Uigurs und so oder andere Minderheiten, sondern es geht darum, dass die Arbeitsplätze da bleiben und dass der Wirtschaftswachstum da ist. Und das ist eine, also in Ungarn befinden sich ganz viele, also Viktor Orban hatte lange Zeit in der Europaparlament mit dem Europäischen Volksparteien da eine starke Beziehung. Angela Merkel war eine starke Befürworterte. Sie hat zwar also gesagt, also zugestanden, ja, wir sehen, was gerade im Ungarn passiert, aber es ist wichtig, also dass es noch, also ohne uns wäre es noch schlimmer. Eigentlich ohne Viktor Orban hätte die Volkspartei keine Mehrheit im Europaparlament, deshalb am Ende kommt es eine Erklärung kann die Macht sein, die andere Erklärung ist Wirtschaft, es sind sehr viele Tochterfirmen, bayerische Autowerke befinden sich in Ungarn und sind deshalb sehr wichtig. Und die letzte Antwort ist,
Ja, die Europäische Union ist eigentlich nicht so stark, wie man es haben will. Und das ist keine Mutter, die dann sagt, nein, das solltest du nicht machen, das solltest du nicht machen. Und ich finde noch eine, aber die allerwichtigste Antwort, also diese alle Antworten finden Sie auch in Medien. Aber ich finde, also die Antwort, die ich für mich ziehe, ist, also Viktor Orban ist wirklich also es ist ein Gegner, dass man nicht unterschätzen soll. Und zwar, also viele Mechanismen innerhalb der EU, also die haben auch Vetomechanismen. Also da will man nicht, dass irgendwie Länder verfolgt werden. Und wann nun, es ist nicht nur Viktor Orban, es ist nicht nur Ungarn, wo Demokratie erodiert, es ist Ungarn und Polen. Und das heißt, wenn die verbunden sind, können die immer wieder gegen einen oder anderen das Veto einlegen. Und das machen die auch. Das heißt, ja, wir schaffen unsere Institutionen für die schlechten Tage, aber EU hat sie nicht stark genug geschaffen für Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski. Ich hoffe, die Antwort. Also. Weitere Fragen? Sonst würde ich gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben, den ich sehr spannend fand und den man ja auch zum Teil auf den Demokratieindexkurven gesehen hat, nämlich den Einfluss der Finanzkrise. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen sagen, wie sich das konkret ausgewirkt hat und auch vielleicht, wie die Unterschiede in den verschiedenen Ländern auch ausgefallen sind und warum? Das würde mich interessieren. Ja, super. Das ist eine super spannende Frage. Vielen Dank dafür. Also es ist interessant. Also ich würde das so in so also wirtschaftliche Folgen und politische Folgen. Also es sind eigentlich zwei Prozesse, haben da aufeinander getroffen. Also wirtschaftlich ist es auch wichtig zu sagen, dass Ungarn eine sehr tiefe Finanzkrise hatte, Slowakei weniger, Tschechien noch weniger, eigentlich kaum. In Polen gab es keine Krise, da gab es eigentlich Wachstum auch während der Krise. Wirtschaftlich, das zweite Punkt. Es ist nicht nur wichtig, ob eigentlich GDP, also ob die makroökonomische, also was ist mit den makroökonomischen Merkmalen oder mit Arbeitslosigkeit. Ich finde, spätestens seit der Finanzkrise soll man sich auch bewusst sein, dass das, was Politik und Wirtschaft verbindet, sind die sozialen Ungleichheiten. Und das heißt, es geht nicht nur darum, wie es den Staatsfinanzen geht, sondern wie geht es den einzelnen Bürgern. Und in vielen dieser Ländern gab es schon früher eine große Gruppe der Transformationsverlierer. Die Menschen, die eigentlich nicht von der Transformation profitiert haben, weil die vielleicht nicht in der Lage waren, in einem freien Marktwirtschaft sich zu etablieren. Und einfach es nicht geschafft haben. Diese ist noch dann durch der EU-Beitritt, also dann waren die wieder Verlierer. Ja, es ist schön zu reisen, aber wenn sie unter Mindestlohn arbeiten oder am Mindestlohn arbeiten, also ist dann, ja, haben sie keine Möglichkeit in die Ausland. Wozu sind für sie dann die offenen Grenzen, wenn sie kein Geld haben, die zu überqueren? Und es gibt eine, also es gab sehr lange, waren in alle diesen Ländern oder in vielen diesen Ländern waren während der Krise eigentlich also christdemokratische Regierungen an der Macht und die haben versucht auch oder entweder mussten wie im Ungarn, wo es eigentlich Sozialdemokraten waren, oder weil sie es für sinnvoll gehalten haben wie im Tschechien Austeritätsmaßnahmen einführen. Und das hat die Situation noch weiter verschärft. Und selbstverständlich waren die dann, kehren wir mit der Erklärung in die Politik. Also diese Politiker, die dann Austeritätsmaßnahmen eingeführt haben, waren sehr auch nicht sauber, würde man sagen. Das heißt, also es kamen immer wieder Korruptionsskandale in die. Also eigentlich ist heute ist eigentlich, aber das passiert überall. Aber die Frage ist, ob man überall zur Rechenschaft gezogen wird, wie zum Beispiel heute Nicolas Sarkozy in Frankreich es ist und wird dann den nächsten Jahr zu Hause verbringen.
aber andere werden es wahrscheinlich im Gefängnis verbringen. Also das ist die Sache. Und in dieser Situation kommen entweder neue Akteure, also es entstehen neue Parteien, vor allem mit diesen populistischen Antikorruptionsprogrammen, also die alle alte Politiker sind an allen schuld. Ich will sagen, also ja, die sind an vielen schuld, aber vor allem an dem Entscheidung, einfach nichts oder kaum was mit dieser Situation, diese Transformationsverlierer und EU oder Europäisierungsverlierer zu machen. Und ja, also tiefe soziale Ungleichheiten können in demokratischen Staaten, wo alle Wahlrecht haben, zu einer großen Veränderung führen. In Ungarn war das auch ein bisschen dramatisch. Da hat der damalige Premierminister Gyurcsány, es ist eine Aufzeichnung irgendwie aufgetaucht, wo der zu seinen Parteimitgliedern sagt, ja, wir haben die Bürger und Bürgerinnen absolut belogen. Also die wirtschaftliche Situation ist noch viel, viel schlimmer, als jeder denkt. Und also ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch zu retten habe. Also er wusste es nicht, aber Viktor Orban schon. Und also niemand weiß bis heute, wie das dazu gekommen ist, dass dies rauskam. Und das spielte sich dann in jedem Fernsehprogramm, in jedem Radio, in jeder Zeitung. Und das war Rückkehr von Viktor Orban an die Macht. Und also was die Populisten dann bieten, die sagen, also die haben eine Diagnose, also die alte Elite ist an allen schuld und die bieten eine Kur und das sind sie selbst und die bieten dann den Bürger, dass sie die schützen werden und nicht nur, sondern auch, also dass sie sich bemühen, diese Situation zu verändern. In Polen muss man sagen, die haben das auch getan. Also die PiS hatte eine 500 Zloty, also Kindergeld eingeführt und die Situation viele sehr armen Familien absolut verändert. Ich finde, in allen diesen Ländern und in Osteuropa als Ganze, sie müssen auch, also es ist auch wichtig, ich hatte keine Zeit darüber zu sprechen, aber die demografischen Fragen sind sehr wichtig. Und Migration heißt in diesen Ländern eigentlich weniger Immigration, es heißt mehr Emigration. Länder wie Bulgarien und Rumänien haben ein Viertel Bürger und Bürgerinnen seit der Wende verloren. In Rumänien während der Pandemie gab es eigentlich kaum Ärzte. 50% rumänische Ärzte haben das Land in den letzten Jahren verlassen, um ihr Glück im Westen zu suchen. Und ja, die fähigen Bürger, für die ist die Europäisierung, es bringt was, es bringt die Bewegungsfreiheit, es bringt die Möglichkeit, ein besseres Leben im Westen zu suchen oder ein besseres Leben zu Hause zu schaffen. Aber das ist nicht für alle da. Und ich finde, das sind die, auf die sich diese Populisten richten. In Tschechien sind das zum Beispiel für Andrej Babiš die Rentner und Rentnerinnen. Und das ist eine Gruppe, das durch also die vorherige Regierung, keine vorherige Regierung Tschechien, hat eine Rentenreform eingeführt. Und dadurch ist eine einzige in einem politisch fragmentierten Land, ist eigentlich eine homogene Gruppe Wähler und Wählerinnen, die haben eine absolute klare Interesse und die haben dann in Andrej Babiš auch ihren Befürworteten gefunden. Und also die Renten sind erhöht worden und so weiter. Das heißt, das ist auch wichtig zu sagen, ja, es ist eine, man konnte das als Revolt der Verlierer bezeichnen, aber nicht nur, aber das wäre, also ja, danke. Lange Antwort. Nein, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass dieser Punkt noch angesprochen wurde, eben, dass diese eben Populismus auch natürlich wirklich auf offene Ohren fällt, weil viele Bevölkerungsschichten wirklich von den bisherigen Regierungen, den Regierungen zuvor, einfach vergessen wurden. Ja? Mhm. Eine weitere Frage, die in eine etwas andere Richtung tendiert, wäre, könnten Sie noch etwas über die Rolle der Technokratie gerade im Kontext der Pandemie in diesen Staaten expandieren?
Könnten Sie dazu noch etwas sagen? Ja, dann haben wir nachher noch eine Frage. Ja, definitiv kann ich. Ich habe sogar hier, also rechenschaftlich und Pandemie, und ich würde dann hier den Slide lassen und mehr zu Technokratie sagen. Ich finde, das ist eine hervorragende Frage und das bringt noch ein Element, was ich gerne sagen wollte. Und zwar, dass diese populistische Politiker, also Populisten sind, also die lieben eine Krise. Aber, und es gibt eine große Aber, Populisten, also Benjamin Moffitt, ein australischer Politikwissenschaftler, bezeichnet das Manufactured Crisis. Also Populisten haben gerne Krisen, die sie selbst geschaffen haben. Also deshalb, also wenn sie nur die Medien sehen, lesen in Osteuropa, werden sie denken, also hier gibt es jede Menge, es kommen Horden aus dem Osten und diese Länder werden absolut voll. Aber eigentlich, wenn sie nur die Zahlen sehen sie, dass es eigentlich kaum jemand wird in diese Länder emigrieren. Vor einigen Jahren gab es sogar einen Fall in Tschechien, eine katholische Zivilgesellschaftsorganisation wollte eine Gruppe von 50 afghanischen Christen umsiedeln und sie nach Tschechien bringen und hat sich sehr, sehr, sehr bemüht. Es gab viel Gespräche mit der Regierung. Diese Gruppierung hat gesagt, wir bezahlen das alles, wir sorgen für sie. Also es wird keine Belastung fürs Staat. Die Gruppe ist gekommen und ich finde, innerhalb so einiger Wochen haben sie sich heimlich einen Bus gemietet, um nach Deutschland weiter zu flüchten. Also diese sind sehr ethnisch homogene Länder. Es gibt nicht sehr viel Minderheiten also das ist nur zu, also die Krise, die man selbst schafft, ist selbstverständlich die beste, weil man die auch dann lesen kann. Oder eine Krise, die eigentlich nicht existiert, ist auch am besten zu lösen, weil wenn die nicht existiert, ist die einfach nicht da. Und das bringt mich dann zu Technokratie und Pandemie. Und zwar, wie verhalten sich dann technokratische Populisten in eine echte Krise. Also wie kommt man mit dieser Krise um? Und da zeigt sich, dass jemand, der technokratische Expertise verspricht, sie nicht unbedingt hat. Oder dass eigentlich Mechanismen, die wir schon haben, die schon in Demokratien existieren, wie man mit Krise umgeht, dass es schon Pläne gibt, dass es schon besondere Institutionen gibt, die beschaffen werden. Also die Populisten verhalten sich in der Pandemie, oder technokratische Populisten verhalten sich in der Pandemie genauso wie außerhalb einer Pandemie. Das heißt, die haben keine Expertise, die versuchen sich eigentlich hinter dieser Expertise oder hinter Versprechen von Expertise sie versuchen da irgendwie die Experten vorzuzeigen, um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also deshalb gab es in Tschechien zum Beispiel, also in den zwei Ländern, ich finde genau, also Igor Matovic hat dieses Sputnik importiert, weil einfach die Zahlen in Slowakei so hoch waren und keine seiner Experten konnten ihm keinen Rat geben, was konnte man damit machen. Es waren nur die Vakzinen und die EU-Vakzinen waren noch nicht zur Verfügung. Also ich finde, also die Populisten stehen, weil sie so auf Menschen, auf diese Unterstützung so, also es gibt keine Ideologie hinter denen, also die sind nicht links und nicht rechts, die versuchen irgendwas zu machen. In Tschechien hat das Andrej Babiš viel besser gemacht. Er ist innerhalb 12 Monate durch 5 Gesundheitsminister gekommen, weil wenn alles etwas gut war, dann hat das Premierminister im Fernsehen sehr in der Pressekonferenz selbst präsentiert, was alles ihm und seiner Regierung und seiner Führung gelungen ist. Und wenn was falsch war, dann musste der Premierminister sagen, ja, er ist nicht Expert genug und wir brauchen einen echten. Und jetzt kommt erst ein echter Experte. Und ja, wenn das also immer wieder ein paar Monate passiert, dann verliert man am Unterstützung. Aber eigentlich eine Sache ist Andrej Babiš gelungen, und zwar, also die Wähler haben es ihm abgekauft und die Pandemie spielt keine
Rolle und er präsentiert sich immer noch als Außen, also nach 8 Jahren in der Politik, nach 4 Jahren Premierminister, ist seine Kampagne, also ich bin der Außenseitler, ich bin der Antipolitiker, ich bin der Experte und ich habe die Lösungen für unser Land. Und inzwischen unter seiner Premierschaft ist die tschechische Staatsverschuldung die niedrigste war in ganz EU, also eigentlich jetzt im am EU-Durchschnitt. Und er bricht, also brennt einfach durchs Geld, was er an unterschiedlichen Gruppen verschenkt. Das heißt, technokratische Populisten sind in der Pandemie eigentlich keine Experten, weil die Expertise ist eigentlich nur ein Mantel, um sich zu verschleiern, um Rechenschaftspflicht zu entgehen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage, in der es in eine etwas andere Richtung geht. Ich muss ganz kurz den Chat wieder öffnen, damit ich wieder sehe. Und zwar haben wir hier einen Zuhörer, den es interessieren würde, wie die Situation außerhalb der Visegrad-Staaten aussieht. Zum Beispiel denkt er an die Nicht-EU-Mitglieder des Balkans, beispielsweise Serbien, wo beinahe alle relevanten Medien von Vucic, SNS oder parteinahen Akteuren übernommen wurden und es immer wieder eben seit den Parlamentswahlen häufig zu Protesten kommt. Falls Sie dazu noch etwas sagen könnten, vielleicht auch vergleichend. Ja. Ja, definitiv. Super gerne. Vielen Dank. Also ich bin keine große Expertin, aber ich schaue mit sehr viel Sorgen nach Serbien und ich sehe da einfach die Merkmale von was wir also in der Wissenschaft ein bisschen so Viktor oder Herr die Medien nennen, also der Viktor Orban Playbook. Ich finde ein weiteres Land, was früher immer so am Top aller dieser Demokratieindexen war, ist Slowenien. Ja, so Janez Janša, der selbst 2 Jahre lang im Gefängnis war für Korruption, ist dann durch Formalien entlassen worden und seitdem zurück an Macht ist, erodiert die Demokratie Sloweniens, die eigentlich der absolute Vorreiter zusammen mit Estland und Tschechien des Regions war. Also es findet da auch, Premierminister attackiert persönlich Medien, versucht staatliche Medien zu kontrollieren. Das, was Sie in Serbien verglichen, also beschrieben haben, ist genau das, was in Ungarn stattgefunden hat. Also die Freunde Viktor Orbáns haben die private Medien gekauft und einfach also ihm zur Verfügung gestellt und es geht um Zensur und so weiter. Ich finde, das bringt mich noch zu einer anderen Sache und zwar also ich habe gesagt, also rum um die Finanzkrise gab es diesen perfekten Sturm von politischer Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien, negative wirtschaftliche Entwicklung. Und das aber in Medienraum ist auch noch eine weitere Sache passiert. Und zwar, also wir reden hier von relativ kleinen Ländern. Und wo es eigentlich nie einfach war, Geld mit Medien zu verdienen. Am Anfang 90er Jahre haben sehr viele deutsche Firmen Medien in Ostmitteleuropa und Medienkonzerne in Ostmitteleuropa gegründet. Und diese haben sich ein nach dem anderen, weil in der Finanzkrise einfach klar war, also wollen wir diese kleine Märkte, jede eigene Sprache, so viel kann man auch nicht verkaufen. Wollen wir hier bleiben oder versuchen wir uns zu verändern? Und wer gekauft hat, waren lokale Reichen. Ich würde die nicht alle als Oligarchen bezeichnen, aber sehr viele. Warum kauft man Medien in der Zeiten, wann Medien in Umbruch sind und es keiner weiß, ob man noch mit Medien, mit Zeitungen eigentlich lange irgendwie Geld verdienen kann? Warum kauft man Medien? Man entweder denkt man, er kann das besser oder sie. Oder man will sich eigentlich, man hat das Geld und braucht kein Geld damit zu verdienen, sondern versucht sich dadurch Einfluss zu kaufen, politischen Einfluss zu kaufen. Und das ist der Fall in vielen dieser Länder. Und was sich dann
einer die Medien, Zeitung kauft, dann wird sich auch der andere, weil er will auch diesen Einfluss auch entweder widerstehen oder auch haben. Daher würde ich sagen, das ist sehr oft der Fall. Ich will aber nicht nur so negativ sein und sagen, es kommt auch zu positiven Entwicklung. Es entstehen neue Eigentumformen, neue Finanzierungsformen, zum Beispiel der slowakische Denník N, also Zeitung Z würde man das nennen auf Deutsch. Also das ist absolut durch die Leser und Leserinnen also finanziert. Es gab erst nur online, jetzt auch in Druck. Jetzt ist die Form auch nach Tschechien expandiert. Ich mag das sehr, dass also nicht nur alles aus Prag nach Bratislava kommt, sondern das ist eine sehr wichtige Sache, was aus Bratislava nach Tschechien kam. Und zwar, dass man merkt, also die Medien, also die Washington Post hat so ein Motto und das sagt, dass Demokratie stirbt in Dunkelheit. Und das ist das Motto für Medien, weil das sind die Medien, die diese Licht, die nicht nur Licht schaffen, sondern Licht auch in dunkle Ecken also, direktieren oder wie würde ich das sagen, also reichen. Und es ist sehr wichtig. Und ich finde, viele haben das anerkannt. Und es gibt jetzt viele so Crowdsourcing für Medien und so weiter. Das heißt, ja, der Kampf ist um private im privaten Medienraum. Aber dieser Kampf, und das ist der letzte Punkt zu Medien, was ich noch machen will, es geht auch um die staatlichen Medien, um Kontrolle von staatlichen Medien. Und dann wird wieder getestet, also wie stark sind diese Aussichtsräte, die man geschaffen hat, Unabhängigkeit staatlicher Medien zu beibehalten. Und das wird alles getestet und in einigen Ländern steht und in anderen nicht. Aber Serbien spielt definitiv, also das Problem in Serbien ist, dass die Institutionen und in vielen Ländern Balkans, also ich habe eigentlich mit dem Besten sozusagen aus der Region, mit den besten Fällen zu tun. Also hier waren laut alle in Demokratieindexen von Bertelsmann und so weiter, von Freedom House, die Institutionen am stärksten. Das sind die Fälle, die das eigentlich, also wenn die demokratische Erosion nicht vermeiden können, wie können das die Balkanländer, wo wenn ich dann die Balkanländer in meine Tabellen einnehme, dann werden Sie sehen, die Richtung dieser Entwicklung, der demokratischen Erosion, ist ähnlich, aber die fängen viel tiefer, weil die Institutionen noch viel, also nicht stark genug, noch nicht stark genug sind, um das zu, das heißt, die Erosion ist viel, geht viel schneller, weil die Institutionen das nicht irgendwie halten können und viel tiefer, weil die auch viel tiefer angefangen haben. Ja, wir haben noch eine Frage, eine recht umfassende, vielleicht ist dann auch die letzte, wir werden schauen, aber sehr spannend. Gibt es eine Verschiebung der V4-Staaten weg von der EU hin zu Russland oder versuchen diese V4 nicht vielmehr ihren eigenen Weg zu suchen und ihre Autonomie zu stärken? Oder anders gesagt, gibt es gemeinsame Abgrenzungstendenzen nach West und Ost gleichermaßen, um sich gegenseitig zu stärken? Okay, danke. Das ist eine super, super Frage. Also Russland rein ins Spiel bringen, erst die Antwort. Es hängt davon ab, wer. Also Warschau und Prag wenden sich definitiv nicht zu Russland. Also da sind die Tendenzen, also obwohl der tschechische Präsident das gerne hätte, aber nicht die Regierung und definitiv nicht die Bevölkerung. Aber sich nicht zu Russland zu wenden, heißt nicht unbedingt, sich zur EU zu wenden. Also die liberale Eliten, die zum Beispiel in Polen ganz viele Provinzen also oder in ganz viele Städte leiten. Alle Hauptstädte dieser Länder, die ich euch gezeigt habe, haben eigentlich liberale Bürgermeister.
also die auch zusammen kooperieren, die versuchen auch mit der EU stärker zu kooperieren. Und es gibt auch, so auch diese substaatliche Ebene. Also gibt es da eigentlich, es gibt keine Tendenzen zu Russland, aber es gibt Tendenzen zu mehr Zusammenarbeit mit der EU. Der EU ist es eigentlich auch durchs Geld gelungen, viele polnische Behörden, die sich als LGBT-freie Zonen bezeichnet haben, eigentlich fast alle haben es jetzt aufgegeben, weil die EU gesagt hat, also sie verlieren, also wir sind nicht bereit, EU-Gelder in solche Behörden zu schicken. Also wir sind für Pluralismus und Schutz von Minderheiten, und wenn sie dann diese Positionen einnehmen, dann können sie das gerne machen, aber ohne unser Geld. Und die wollten den Geld doch haben. In der Slowakei ist es so eine Mischung. Also keiner wusste, warum auf einmal Igor Matovic, also diese, wo kommt diese Verbindung zu Russland? Also keiner weiß wirklich genau, wie die slowakische Regierung, also, oder mindestens ich weiß das nicht, und in der Literatur habe ich da auch nicht was dazu gefunden. Also keiner weiß, wo eigentlich die Slowakei zu Russland so steht. Aber jeder weiß, wie Viktor Orban zu Russland steht, und zwar sehr, sehr, sehr positiv. Also Viktor Orban ist derjenige, die nicht nur zu Russland, sondern auch zu China. Und ich finde, also China wäre ein weiteres Thema, die Rolle von China in Ostmitteleuropa. Und wieder ist er so, wenn Sie so irgendwelche Entwicklung sehen, die dazu führt oder das stärkt, dass die Demokratie nicht unbedingt so stark dasteht, dass die liberale Demokratie schwächt, dass die EU schwächt. Da ist wie immer, also Sie können zweimal gucken und finden Viktor Orban. Also Viktor Orban ist auch der Chinaman in Europa und hat eine starke Verbindung auch zu Russland. Aber ich würde sagen, auch in allen diesen Ländern, auch in der Slowakei und in Ungarn, also ist die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht unbedingt dafür. Und ja, ich will Ihnen nicht zu viel Zeit nehmen, aber da wir noch keine weitere Frage haben, würde ich noch kurz sagen, also Russland geht nicht darum, klare Ziele zu verfolgen. Das, was Russland will, ist Spaltung, Desinformationen. Also es sind keine klaren Ziele. Also Russland hat den Kalten Krieg verloren. Es ist klar, es ist auch Russland klar, aber die hängen immer noch drin. Also, und das ist auch, das ist der Fall. Und diese Länder, die Mitteleuropa, ist für Russland immer so ein Spielplatz. Es war ein Spielplatz und es bleibt ein Spielplatz. Und es gibt sehr viele, lass uns sagen, Spionagen, Sachen und so weiter und auch große Fälle. Also zwischen Russland und Tschechien steht es jetzt sehr schlecht. Also es gab einen großen diplomatischen Streit, weil russische Agenten ein Waffenlager ins Luft gejagt haben in Tschechien vor ein paar Jahren, und es ist durch investigative Journalisten irgendwie ans Licht gekommen. Und danach hat Tschechien russische Diplomaten fast alle verwiesen. Und das, was interessant daran war, dass der russische Botschaft in Prag war genauso groß wie in Wien und so dreimal so groß wie Berlin. Das heißt, also Prag war auch so der Hauptstadt. Es war es seit 60er Jahren, es ist es immer geblieben. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt hat Russland genauso viele Diplomaten in Prag wie Prag in Moskau. Und das sind so irgendwie fünf, würde ich sagen. Also Tschechien ist jetzt ganz hoch zusammen mit Großbritannien und USA auf der Liste der Feinde. Also bei vielen Tschechen ist es so auch ein Zeichen des Stolzes. Die sind eigentlich stolz darauf. Ich würde es nicht sein, aber ich würde sagen, also die Beziehung zu Russland ist schwierig, außer Viktor Orban, für den es nicht schwierig ist, für den ist es sehr klar. Also alles, was liberale Demokratie, nicht nur in Ungarn, wo es keine mehr, eigentlich kaum
noch eine gibt, weil Ungarn wird jetzt nicht mehr als klare Demokratie bezeichnet, sondern eher als ein hybride Regime oder wie Balint Magyar das nennt, als ein Mafienstaat, aber das wollen wir nicht. Also in dieser Typologie zwischen Demokratie, Autokratie und inzwischen hybride Regime, wo zwar Wahlen stattfinden, aber die Institutionen nicht mehr unabhängig sind und nicht mehr so funktionieren wie in einer Demokratie, da befindet sich gerade Ungarn und der Weg daraus wird eigentlich viel länger dauern, viel länger als der Weg dahin. Ja, ganz herzlichen Dank. Sind noch weitere Fragen? Dann müssen Sie jetzt schnell sein. Also die PowerPoint, es waren auch Fragen. Also PowerPoint bekommt Frau Maurer noch heute und Sie haben das dann alle zur Verfügung. Super, herzlichen Dank. Das werde ich dann auf Ilias stellen. Ja, sonst möchte ich Ihnen, Frau Gorstig, ganz herzlich danken. Ich finde, Sie haben uns eine super Vorlage gegeben und eben wir haben gesehen, man kann in so viele Richtungen weiter diskutieren. Manches werden wir eben im Kontext dieser Reihe weiterverfolgen. In 2 Wochen wird hoffentlich live Raffaella Bonino hier sein und eben über Ungarn und die Zivilgesellschaft und eben auch Probleme in der Demokratie weiter das vertiefen. Und ich glaube, er kann da ganz ideal anknüpfen an dem, was Sie hier als Vorlage geliefert haben. Allen Ihnen wünsche ich eine gute 2 Wochen, also eine Woche bis zum nächsten Fachvortrag, 2 Wochen bis zum nächsten Reihenvortrag. Danke fürs Kommen, danke fürs Mitdiskutieren. Eben, Sie finden alle Unterlagen auf Ilias, sonst melden Sie sich wieder bei uns. Ja.